Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute gibt es eine mega coole Folge über den Online-Supermarkt Picknick. Und der Manuel, den ich interviewen darf, der erzählt das alles so ein bisschen unaufgeregt. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, das ist extrem cool, was die machen. Das ist total spannend. Die haben gute Lösungen gebaut. Die haben die ganze Supply Chain im Griff. Und vor allem sozusagen die letzte Meile zum Kunden hin haben die sich eigentlich als allererstes vorgenommen und da haben die super Lösungen gebaut, von eigenen Autos bis hin zu eigener Routenplanung und auch das Milkrun-Prinzip oder das Milchmann-Prinzip spielt eine Rolle. Und bin ich ganz happy, dass das geklappt hat hier und es würde mich in dem Fall wirklich freuen. Schreibt mir Feedback an max@supplychainhelden.de. Und ich bin wirklich gespannt, was der Online-Lebensmittelmarkt in Zukunft bringt. Und in dem Fall drücke ich Picknick ganz fest die Daumen, weil in dem Fall gönne ich denen viele, viele Kunden und würde mir aber trotzdem wünschen, dass sie nicht ganz so erfolgreich außerhalb von München wären, sodass ich das auch endlich mal nutzen kann. Und dementsprechend also viel Spaß und bis bald. Ja, heute gibt es eine Folge, auf die freue ich mich schon lange, weil ich die Firma so spannend finde, über die wir gleich sprechen werden. Zu Gast heute ist bei mir Manuel Stellmann, Co-Founder von der Firma Picknick hier in Deutschland. Und du bist zuständig für Fulfillment und Expansion. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, würde mich interessieren, sag mal zwei, drei Sätze zu Picknick und was ist euer Business? Hi Max, vielen Dank für die Einladung. Zwei, drei Sätze zu Picknick. Wir sind nach außen ein Online-Supermarkt, der dir Produkte oder deinen täglichen Einkauf mit den günstigsten Preisen gratis nach Hause liefert. Intern in der Innensicht sind wir eine Tech-Company, die versucht, den Online-Retail-Bereich mit eigener Technologie und eigener Hardware zu disruptieren. Okay, und ich sage mal, es gibt so ein paar Sachen, also der geneigte Logistik-Freak, der kennt euch oder auch der E-Commerce-Mensch, das ist mit Sicherheit nicht bei allen meinen Hörern so, aber beschreibt doch mal ein bisschen, welche Technikkomponenten habt ihr, also Hardware und wie sieht die Software-Seite aus und dann würde ich mich da gerne ein bisschen im Detail einarbeiten. Also es ist eine lange Reise, die wir gegangen sind. Also wir haben 2018 in Deutschland sind wir gestartet. Wir sind zuvor, also wir sind ursprünglich eine niederländische Company und sind 2015 in den Niederlanden gestartet und sind eigentlich damals mit dem MVP, mit einer MVP-App nur gestartet und wollten eigentlich beweisen, dass Leute Lebensmittel online kaufen, was damals noch eine unheimlich niedrige Penetration im Markt einfach hatte. Und wir haben Step-by-Step immer mehr Systeme, die sozusagen auf dem Weg lagen, in sozusagen wieder rückwärts integriert und sie bei uns reingeholt. Also wir haben mittlerweile 26 verschiedene Produkte, die wir sozusagen von Softwareseite betreiben. Und ich glaube, die größte oder die nach außen wirkende stärkste Hardware, die wir irgendwie haben, sind unsere eigens entwickelten Autos, die wir haben. Also wir haben praktisch die komplette Box, den Auflieger komplett selber designt und haben ein Fahrzeug geschaffen, was sozusagen ideal für die Auslieferung von Lebensmitteln designt ist. Und sehen ganz, ganz lustig und ganz nett aus, unsere kleinen, wie wir sie nennen, EPVs. Okay, und das ist mit Sicherheit, also kommt mir gerade, ist mit Sicherheit A, gute Werbung, wenn ihr in der Region unterwegs seid, wenn ihr eigene Fahrzeuge und die ganze Lieferflotte auch selber betreibt. Bevor wir nochmal auf die einzelnen Module sozusagen ein bisschen einsteigen, kannst du mal ganz kurz sagen, wo liefert ihr heute in Deutschland nur ungefähr von der Region und wie kam es, dass ihr dort gestartet seid? Also wir sind 2018 sind wir in Neuss gestartet, also relativ kleine Stadt, ne? Also ungefähr so 160.000 Einwohner, 200.000 Einwohner, aber sozusagen
linksrheinisch von Düsseldorf, also einen Steinwurf entfernt, und haben von da aus dann angefangen, unsere Expansion in NRW fortzusetzen. Wir sind im Moment auch nur in NRW unterwegs und haben Step by Step sozusagen die nächsten Städte drumherum einfach mit dazu genommen. Mittlerweile erstreckt sich unser Gebiet, wenn man irgendwie den südlichen Zipfel nimmt, dann ist es Leverkusen, wenn man den nördlichen Zipfel nimmt, dann ist es Münster, wenn man den westlichen Zipfel nimmt, dann ist man in Viersen, und wenn man den östlichen nimmt, dann ist man mittlerweile in Dortmund. Also nee, Kamen sogar noch eins weiter, genau. Wir sind noch einen Steppen weiter, also eigentlich schon nahezu wirklich das komplette NRW abgedeckt. Okay, also zu der Abdeckung komme ich dann später nochmal. Also ihr habt euch einen Bereich gesucht, mittelgroße Städte. Also ich finde 150.000 Einwohner ist eigentlich schon jetzt halt aus Dachauer Sicht gesehen sozusagen eine amtliche Stadt. Beschreib mal ganz kurz, was ist denn, also sozusagen für mich als Kunde, ich will ja einfach nur gute Lebensmittel günstig sozusagen bei mir angeliefert bekommen. Was ist denn aus eurer Sicht für den Kunden das sozusagen das Einzigartige bei Picknick? Also wir haben in einer Zeit angefangen, wo Lebensmittel-Online-Käufe eigentlich als eine Art Convenience gesehen wurden. Das heißt, der Kunde hatte eigentlich viele Barrieren, die er in Kauf nehmen musste, um Lebensmittel online zu bestellen. Was meine ich damit genau? Du hast zum einen teurere Preise der Produkte gehabt, du hast Liefergebühren gehabt, du hast lange Wartezeiten gehabt. Also waren viele Sachen, die irgendwie den Kunden oder die große Masse aufgehalten haben, das Ganze sozusagen auszuprobieren. Und wir haben versucht, in unserem Approach das Ganze sozusagen rauszunehmen, also aus der Gleichung. Wir haben gesagt, okay, wir liefern gratis. Es gibt keine Liefergebühren, sondern das soll den Kunden nicht aufhalten. Wir haben gesagt, wir machen die günstigsten Preise. Was heißt das? Wir matchen einmal in der Woche gegen den kompletten Wettbewerb, ob das jetzt Discounter sind, ob das ein Rewe ist, ob das ein Edeka ist. Wir matchen komplett unsere Produkte gegen deren und gehen überall auf den niedrigsten Preis. Also, dass man da schon mal keine Barrieren hat, irgendwie bedingungslos einzukaufen. Wir haben auch gesagt, wir möchten, dass der Kunde den kompletten Einkauf bei uns machen kann. Das heißt, er muss nicht irgendwie nochmal loslaufen, um dann irgendwie nochmal Tiefkühlprodukte zu holen oder ob es Gemüseprodukte oder irgendwie frische Ware. Wir haben alles. Also wir decken mit nahezu 10.000 Artikeln genau das gleiche Sortiment ab wie ein gut sortierter Supermarkt. Und das Letzte, was wir gemacht haben, wir haben die Routen, in denen wir ausliefern, so effizient gemacht, dass man schlussendlich nur ein Zeitfenster von 20 Minuten hat, in dem man auf die Lieferung sozusagen warten muss. Und am Ende sieht man das sogar auf dem Live-Radar, sieht man ganz genau, wann wir auf die Minute sozusagen vor Ort sind. Okay, also die, sage ich jetzt mal, die Preise und die Lieferkosten, oder dass es bei euch keine gibt, das ist natürlich wirklich einfach ein schlagendes Argument. Was mich interessieren würde, ist, wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr auf 20 Minuten sozusagen das vorhersagen könnt und so kurze Lieferslots zur Verfügung stellen könnt? Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Also wir sind in den Markt gegangen und haben gesagt, wir möchten dieses Lieferzeitfenster so klein wie möglich haben, und haben am Anfang mit einem ziemlich einfachen Algorithmus das sozusagen angefangen zu berechnen, wie müssen die Lieferzeitfenster sein und wie sieht sozusagen die Tour zwischen den Kunden aus, die wir fahren. Man muss sich das so vorstellen, wir nehmen abends einmal, wir haben so eine sogenannte Cut-Off-Zeit, und da konsolidieren wir einmal alle Lieferungen und schmeißen die sozusagen in einen Topf rein. Dann lassen wir den Algorithmus drüber laufen und der spuckt uns dann sozusagen aus, wie viele Trips dann sozusagen zustande kommen und wann wir bei diesem Kunden circa sind. Die schöne Geschichte, die sich dahinter verbirgt, das war damals unser jetziger Product Owner, der hat seine Masterarbeit darüber geschrieben. Also die Grundlage ist ein Room-Algorithmus, der sozusagen dahinter steht. Er hat den in seiner Masterarbeit sozusagen optimiert und hat unsere damalige Tourenplanungssoftware um 20% geschlagen. Also wir hatten eine externe Party, die uns sozusagen den Service zur Verfügung gestellt haben, und wir haben dann praktisch einen intern, der seine Masterthesis bei uns geschrieben hat, hat dann einen besseren Algorithmus entwickelt, und wir waren danach 20% effizienter. Und seitdem haben wir das immer weiter fortentwickelt, immer weiter optimiert und sind, was die Liefergenauigkeit angeht, wirklich bei 98-99%, dass wir dieses Zeitfenster auch treffen. Okay, jetzt natürlich willst du nicht im Detail über den Algorithmus sprechen, aber was mich sozusagen, oder welche Frage ich mir stelle, ist, wenn ihr das hinkriegt, warum, ich weiß nicht, jetzt hat, wenn ich andere Lebensmittellieferdienste mir anschaue, habt ihr da irgendwie was komplett anders gemacht, oder woher kommt es, dass ihr das schafft?
Ich glaube, es kommt immer ganz stark darauf an, aus was für einer Branche du kommst. Also unsere Founder haben das Ganze, sie kommen aus der Softwarebranche. Also wir sind sozusagen eine Technologie-Company, die sozusagen nach außen ein Online-Supermarkt ist. Dementsprechend war bei uns sozusagen die Daten und die Feinjustierung und die Software stand bei uns immer im Vordergrund. Deshalb kommen wir praktisch nicht von dem Produkt, was wir zum Kunden bekommen möchten, sondern wir haben geguckt, was ist eigentlich die optimale Software, um die Produkte zum Kunden zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied, wie du drauf guckst auf das Ganze. Und das hat uns eben dazu befähigt, diese Sachen irgendwie komplett neu zusammenzusetzen. Und also wir fangen wirklich mit dem kleinsten Artikel an. Also am Ende geht es darum, wie planst du einen Hefewürfel, der am Ende in der Kiste ist, die ausgeliefert wird? Auf welcher Seite vom Auto ist sie? Das sagen wir auch. Also der Fahrer weiß genau, wo welches Produkt und welche Kiste sozusagen ist. Wann wird die rausgenommen und so weiter? Wie schwer ist die Kiste? Weil wir dann das Auto auch noch ausbalancieren vom Schwerpunkt her. Es sind unheimlich viele kleine Zwischenschritte, die am Ende dann das große Ganze zusammenkommen lassen. Okay, aber ich vermute mal, so habt ihr nicht angefangen, sondern ihr habt mal mit der Routenplanung angefangen und seid später erst zum Hefewürfel gekommen. Okay, also wenn man sich sozusagen ein bisschen die Berichte über euch anschaut, dann ist bei dem Thema oder wird auch oft sozusagen bei dem Thema Routenplanung das Thema Milkrun oder Milchmann-Prinzip erwähnt. Würdest du sagen, ist das heute überhaupt noch so oder ist das nur noch Teil der Story? Nee, also das tatsächlich ist das die Grundessenz unserer Auslieferung. Also um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, es gibt eigentlich so am Markt zwei Modelle, die irgendwie dominierend sind. Das ist, oder eigentlich gibt es ein Modell, was dominierend sind und wir machen was komplett anderes. Es gibt das Taxi-Modell. Das stellt in der Regel eigentlich eine 1:1 oder irgendwie 1:4 Beziehung von praktisch zwischen Kunden und der Auslieferung her. Und was meine ich damit? Kunden quer über der Stadt bestellen und buchen ein Zeitfenster. Das führt dazu, dass ich nicht irgendwie in einem schönen Fahrplan, wo irgendwie jeder Kunde nacheinander kommt, das beliefern kann, die Kunden beliefern kann, sondern es kommt einfach ein, meistens sind es irgendwelche Sternmuster oder so zusammen, die dann über die Stadt gelegt werden und ich muss eigentlich dann relativ durch die Stadt fahren, um meine jeweiligen Zeitfenster, die der Kunde gebucht hat, einzuhalten. Wir haben das ein bisschen umgedreht. Wir bieten keinen Taxi-Service an, also man kann nicht jede Stunde bei uns bestellen oder nicht zu jeder Zeit, sondern wir bieten dem Kunden pro Tag ein Zeitfenster an. Das führt bei uns dazu, dass wir praktisch bestimmte Bereiche oder bestimmte Gebiete, geografische Gebiete konsolidieren und die Kunden dann eben sehr stark in diesem Gebiet bestellen. Und dann fahren wir genauso wie der Bus oder auch meinetwegen die Müllabfuhr dadurch und sozusagen beliefern dann Step by Step immer sozusagen den Kunden, haben aber nur sehr, sehr geringe Fahrzeiten dann zwischen den Kunden. So ein Rough Estimate, der Wettbewerb macht so zwischen 2 und 4 Drops pro Stunde und wir sind ungefähr so um die 10 Drops pro Stunde, die wir machen. Okay, das ist natürlich ein riesiger Unterschied und das ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum ihr kostenlos zustellen könnt im Vergleich zu anderen kleineren oder größeren Wettbewerbern. Wenn ich jetzt, auch von draußen beurteilt, wachst ihr ja ganz gut. Ihr wächst aber nicht in der Region, also nicht überregional, sondern ihr erhöht euren Marktanteil in den Gegenden, wo ihr schon liefert. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn ihr jetzt sozusagen, also ich bin jetzt Kunde in Neuss seit Tag 1 und habe immer Mittwoch 20 Uhr meine Lieferung bekommen. Wenn dann in meiner Straße irgendwann so viele Drop-Offs sind oder so viele Kunden, verändern sich dann für mich die Lieferslots oder werden das mehr Fahrzeuge? Kannst du da noch ein bisschen Kontext geben? Genau, dann werden es mehr Fahrzeuge. Aber zu deinem Punkt, was du gesagt hast, ich glaube, die Corona-Pandemie, die uns alle ereilt hat, das konnten wir nicht vorhersehen in dem Ausmaß oder wie lange uns das ganze Thema sozusagen mitnehmen würde. Und wie du sagst, genau, wir sind unheimlich stark in den existierenden Gebieten gewachsen. Was meinen wir damit? Die bestehende Kundenschicht ist so stark explodiert oder die bestehenden Gebiete, dass wir gesagt haben, okay, die Nachfrage komplett befriedigen zu können, konzentrieren wir uns jetzt sozusagen auf den Bereich. Das, was wir auch haben oder das, was wir versuchen zu machen, ist, wir versuchen unseren Kunden zu garantieren, dass wir sie am nächsten Tag liefern. Das heißt, wir möchten nicht, dass unsere Kunden irgendwie einen geschlossenen oder erst in 2 Wochen bestellen können, sondern wir wollen, dass die Kunden immer von einem Tag auf den nächsten
bestellen können. Wir haben dazu eine sogenannte Warteliste, also wir nehmen auch nicht jeden mit auf, sondern es ist sozusagen Picknick-Familienclub, man wird einmal aufgenommen, aber dann garantieren wir dir auch die Lieferung zum nächsten Tag. Okay, also in diesem, ich habe mich bei Picknick, glaube ich, auch schon vor 2 Jahren angemeldet, aber ich bin wahrscheinlich auf Wartelistenplatz 150.000 oder so, also da sehe ich noch gar keine Veränderung. Ja, also für sagen wir die Münchner Region kann ich es jetzt leider nicht genau sagen, wie da die Wartelisten aussieht, aber normalerweise, wenn wir eine Stadt eröffnen, dann starten wir so Pi mal Daumen bei 8.000 bis 10.000 Kunden, die bei uns bestellen möchten. Ja, super. Da eine Zwischenfrage. Fragt ihr auch nach speziellen Produkten, die 10.000 Kunden kaufen wollen, bevor ihr startet? Oder macht ihr das regelmäßig? Oder wie geschieht da die Sortimentsbildung? Genau, also wir, einer der Prinzipien, als wir gestartet sind mit Picknick, war, wir wollen das Sortiment zusammen mit dem Kunden zusammen aufbauen. Wir sind der Meinung, dass die bisherige sozusagen Produktallokation im Supermarkt nicht kundengetrieben ist, sondern dass sie praktisch von den Lieferanten in den Supermarkt getrieben ist und dann in Richtung des Kunden. Um dir ein einfaches Beispiel zu vermitteln oder wie wir damit umgehen, wir haben in jeder Produktkategorie, hast du immer am Ende, wenn du bei uns durch die App durchgescrollt hast, hast du ein kleines Schildchen, da steht drauf, fehlt dir was. Also ein kleines Männchen hält ein Schild hoch, fehlt dir was. Und wenn du da draufklickst, kannst du Produktvorschläge geben. Und das ist, was wir regelmäßig auswerten und dementsprechend erweitern wir auch unser Sortiment. Um jetzt das Beispiel zu geben, du hast einen normalen Supermarkt, du gehst irgendwie ans Gewürzregal und dann stehst du auf einmal vor 20 Meersalzsorten. Wenn wir bei uns jetzt in die Produktvorschläge gucken, und wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Meersalzsorten, es hat noch nie jemand geschrieben, er möchte bitte noch mehr Meersalz haben. Und das zeigt so ein bisschen, dass wir wollen zusammen mit dem Kunden das Sortiment aufbauen, wir wollen aber auch nur die Dinge bei uns aufnehmen, die der Kunde auch wirklich nachfragt. Okay. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar, was mich stört, wenn ich online Lebensmittel kaufe, ist, dass ich danach 8 so Papiertüten bei mir rumstehen habe und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit denen machen soll. Wie sieht bei euch die, sage ich mal, letzte Meile Logistik aus? Also Mehrwegsysteme, Behälter, Tüten, wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Genau. Bei uns ist es so aufgebaut, also wir lassen keine Behältnisse oder sowas bei dir. Das, was wir machen, auch sozusagen in Corona aus Hygienegründen, wir übergeben dir Biotüten. Die kannst du uns beim nächsten Mal zurückgeben. Also wir haben einen geschlossenen Recycle-Loop mit unserem Lieferanten. Und in der Regel geben uns die Kunden die bei der nächsten Lieferung einfach wieder mit zurück. Und wir führen sie dann sozusagen wieder zurück, werden dann wieder weiterverarbeitet. Und wir bekommen sozusagen dann aus den alten Tüten wieder neue Tüten zugestellt und nehmen sie dann für die nächste Lieferung. Okay. Und gibt es andere Mehrweglösungen, was ihr schon macht? Also ich sag mal, Leergut wieder mitnehmen bei Getränken oder andere, genau, Beispiele? Genau, wir nehmen alles mit zurück. Ne? Ob das jetzt dein Pfand ist, was wir mit zurücknehmen. Wobei man da eine Einschränkung machen muss, wir nehmen keine Kästen mit zurück, sondern nur die ganzen Flaschen, weil wir keine Kästenlogistik haben. Wir nehmen die ganzen Getränke zurück, wir nehmen deine Batterien mit zurück und sowas. Also es wird alles, was du sozusagen aus dem normalen Supermarkt auch gewöhnt bist, was du abgeben kannst, kannst du bei uns auch abgeben. Also wir nehmen auch sozusagen deine Soda-Stream-Behälter nehmen wir auch mit und liefern dir deine neuen. Also das funktioniert alles. Okay, und wenn ich jetzt sage, in meinem Rewe ist auch so eine DHL-Box, nehmt ihr auch meine Retouren mit? Also in Deutschland arbeiten wir noch dran, in den Niederlanden machen wir das schon. Also in den Niederlanden kannst du auch bei uns sozusagen vorher Bescheid geben, hey, ich nehme auch, gebe auch ein DHL-Paket mit zurück und das nehmen wir dann auch mit zurück. Okay, super. Also das ist tatsächlich was, wo ich jetzt für uns immer am Überlegen bin, wie wir das hinkriegen, dass wir eben halt das auch machen können, weil also jetzt, wir sind ein Industriebetrieb und ich habe sozusagen, ich könnte mir vorstellen, dass man auch sehr gut mit Leerbehältern so Kanban-Systeme und ähnliches aufbauen kann. Jetzt hast du vorher gesagt, ihr habt eure Autos, also beziehungsweise die Aufbauten selber konstruiert. Das ist. Warum habt ihr das gemacht? Also wir haben versucht, wie sieht denn eigentlich das ideale Lieferauto für die Stadt aus? Und also wir haben uns dann auch Marktresearch gemacht und wenn man sich irgendwie die Standardmodelle anguckt oder wenn man sich auch eine DHL, UPS oder was auch immer anguckt, verschwinden die Fahrer immer auf der Ladefläche. Und dann sind sie erstmal weg. Und da sozusagen als Fahrer wieder rauszukommen, sich da rauszuwühlen oder so, kostet super viel Zeit. Und wir haben eigentlich gedacht, hey, wieso bauen wir nicht ein Auto, was von außen, von beiden Seiten zugänglich ist?
Und dementsprechend haben wir große Metallgestelle, da sind von beiden Seiten sind zwei Kisten sozusagen reingeschoben und je nachdem, der Fahrer kann dann auf seinem Device sehen, ob er sozusagen, ob seine Kisten jetzt auf der linken oder rechten Seite geht er dann zur linken oder rechten Seite des Autos und macht sozusagen nur noch, öffnet eine Plane, nimmt die Kiste raus und liefert die Kiste zum Kunden. Und das ist super, super kurz von der Zeit. Okay, und also jetzt, wenn du diese Kästen, kannst du, wie groß sind die Kästen, die in dieses Auto da reinkommen? Genauso die Kisten, die wir verwenden, sind Standard E3-Kisten, um in der Logistiksprache zu bleiben. Also das ist ja sozusagen die Standard-Kiste, die am meisten verwendet wird. Ich glaube, es sind irgendwie 60 mal 40 mal 30 oder sowas, was die Maße angeht, Pi mal Daumen. Aber das ist die Standardkiste sozusagen, die wir da auch benutzen, um dann auch einen bestmöglichen Transportbehälter zu haben. Und eine durchschnittliche Lieferung für so einen Kunden, ist das eine so eine Kiste oder zwei? Habe ich gar kein Gefühl dafür? Also ein bisschen mehr. Also der Average hat im Schnitt irgendwie sind das 2,3, 2,4 Kisten oder so. Aber in der Regel kannst du eigentlich sagen, es kommt immer eine Kiste mit Trockensortiment an und es kommt immer eine Kiste mit frischer Ware an. Okay, und wie viele Kisten passen in so ein Auto? Du hast zweimal 48. Zweimal 48, okay. Ja gut, also das ist, sage ich mal, machen die Fahrer oder die Picker oder wie die Jogger, ich weiß gar nicht, wie ihr das denn nennt, aber... Unsere Auslieferfahrer heißen Runner. Ja. Runner, genau, so war das, genau. Das heißt, machen die zwei Fahrzeuge pro Schicht oder eins oder... Genau, wir sind so getaktet, dass wir drei Schichten im Moment fahren. Okay. Was für Lieferzeiten, also von bis, entspricht es dann? Genau, es geht von 14.45 Uhr bis 22 Uhr geht's. Und dann haben wir auch letztes Jahr Mornings noch eingeführt. Da liefern wir zwischen 8 Uhr und 13.15 Uhr aus. Okay. Also ich sag mal, aus Kundensicht und aus Logistikersicht finde ich ja das ganze Konzept einfach mega spannend, weil es wirklich viele Sachen, die mich stören beim Online-Essen-Einkaufen, wirklich gut behebt. Bevor wir noch vielleicht einen kurzen Blick auch in eure, dann die Zentrallogistik gucken, würde mich interessieren, sag ich mal, auf der App-Seite. Bei euch kann man nur per App einkaufen, also Mobile First. Ihr habt keine Desktop-Anwendung, glaube ich. Genau. Was erwartet uns da noch oder was plant ihr da so für die Zukunft im Moment? Inwiefern meinst du das? Gibt es irgendwelche Produkte abscannen oder wie, also was ist da der sozusagen der Stand von eurer Software aktuell? Also im Moment hast du, also wie du sagst, Mobile First, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir auch nur die App aufmachen wollen, weil also es war ja sozusagen vor 4-5 Jahren war dieser Tipping Point, wo erstmal mit dem Mobile mehr bestellt wurde als mit der Desktop-Anwendung, weil es auch einfach die Skalierbarkeit des Businesses wesentlich einfacher macht, als dass du sozusagen irgendwie noch garantieren musst, dass irgendwie der letzte Internet Explorer auch noch irgendwie die Homepage darstellen kann. Was die App an sich angeht, kommen immer wieder neue Funktionalitäten dazu, also ob das Rezeptvorschläge sind, an denen wir basteln, ob das neue Suchalgorithmen sind und so weiter. Also es ist eine ständige Iteration des Prozesses. Also du kannst auch beispielsweise das Abscannen der DHL-Pakete oder sowas alles, das sind auch Sachen, an denen wir noch arbeiten, dass das sozusagen schon voraufgenommen wird. Da haben wir noch ein bisschen Spielraum. Okay, ja, also man nach vorne geht sozusagen wird es immer besser und sage ich mal dran arbeiten kann man auch mit Sicherheit. Jetzt haben wir, sage ich mal, jetzt muss ich noch mal kurz zusammenfassen so ein bisschen für mich. Wir haben, sage ich mal, die letzte Meile haben wir durchgesprochen. Ihr habt spezielle Lieferslots. Ihr arbeitet nach dem Milkrun-Prinzip. Ihr habt eigens konstruierte Autos. Und ich glaube sozusagen, deswegen gefällt mir das so gut, das ist wirklich super Execution auf der letzten Meile. Also das glaube ich, deswegen, das hat mir beim ersten Interview, das ich dazu gehört habe, schon einfach gut gefallen.
Jetzt würde ich aber gerne noch den Teil angucken, wie wird die Ware kommissioniert? Also kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, wie sieht die Logistik aus, bevor die letzte Meile beginnt? Und zwar einmal in Deutschland und ich habe gehört, ihr baut ja auch aktuell ein neues Zentrallager, wahrscheinlich in den Niederlanden. Da würde mich interessieren, wie da so der Stand ist. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Stand in Deutschland an. Okay, dann hole ich jetzt mal ein bisschen weiter aus. Wie funktioniert unsere Supply Chain? Also wenn man sich das überlegt, ist die Kunst an der Lebensmittel-Supply Chain ist ja die, zum einen sind die Waren hochempfindlich und zum anderen sind sie sehr schnell verderblich. Also das heißt, man hat schon eine Supply Chain, die sich extrem schnell dreht und bewegt. Was wir versucht haben, ist sozusagen die Verweildauer der Produkte bei unserer, sozusagen auf unserer Seite der Supply Chain so gering wie möglich zu halten, um dem Kunden die bestmögliche Frische zu geben. Das heißt bei uns, also du hast ungefähr bis 22 Uhr, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, hier ist der Cut-off und dann geht bei uns sozusagen das ganze Planning los. Um 22 Uhr hat der Kunde bestellt, wir konsolidieren das Ganze so weit und dann geht es an Tourenplanung dran, aber auch gleichzeitig geht es an die Planung, was brauchen wir überhaupt an Waren für den nächsten Tag. Dann schicken wir abends noch ganz frisch raus an unsere Supplier, hey, was brauchen wir denn eigentlich alles für den Tag? Und bekommen dann die Sachen morgens um 4, 5 Uhr sozusagen schon geliefert. Lass mich einmal das Beispiel von Brot nehmen. Also ein normaler Bäcker schmeißt irgendwie am Tag so 20% seiner Waren weg und wir schmeißen nichts weg. Wie schaffen wir das Ganze? Wir gucken um 22 Uhr, wie viele Bestellungen sind denn eigentlich da. Dann schicken wir unserem Partner, das ist die Bäckerei Büsch, schicken wir zu, hey, wie viel, das ist die Anzahl an verschiedenen Broten, die wir brauchen, die bekommen wir morgens dann um 5 Uhr angeliefert. Wir räumen sie sozusagen dann, konsolidieren sie einmal bei uns, räumen sie bei uns in die Regale ein und starten dann den Pick-Prozess. Und dann geht das Ganze sozusagen unheimlich kurz wieder. Wir picken es, wir packen es in die Kisten gehen in den LKW, der LKW fährt zu unserem Last-Mile-Standort und von da aus geht es mit unseren EPVs zum Kunden. Wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen auch auf die größeren Player sozusagen ziehen, unser Hauptkooperationspartner, was den Einkauf angeht, ist die Edeka. Da haben wir eine Rückwärtsintegration der Daten sozusagen gemacht. Also wir können praktisch bei Ihnen in die aktuellen Bestände gucken und können dementsprechend auch bei uns, was wir bei uns in der App anbieten, genau auf deren Bestände abgleichen und halten somit die Supply Chain extrem kurz. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, weil das ist natürlich super spannend. Das heißt, ihr nutzt von euren Partnern die externen Bestände, um die Verfügbarkeit in eurem Shop auch um 21.30 Uhr sinnvoll darzustellen. Mhm. Genau, damit wir dann voraussagen können, hey, das ist das, was wir angeliefert bekommen. Also da fällt unheimlich viel dann rein. Ne? Da kommt dann Orderstrategie, fällt damit rein, wie viel Slack willst du irgendwie noch bei der Anzahl der Produkte, die du bestellst, haben. Das geht darüber, aus welchen Lagern willst du beliefern. Also das ist ja es ist hochkomplex, das ganze Thema. Wir gucken dann auch, aus welchen Edeka-Lagern wir sozusagen beliefert werden, teilen das dann dementsprechend auch auf. Also das ist eine sehr komplexe Steuerung, die praktisch im Hintergrund dann stattfindet. Das hört sich auf jeden Fall super interessant an. Was mich interessieren würde, ist, kannst du mal sozusagen, wie viele Läger habt ihr heute, wie viele Mitarbeiter habt ihr in Deutschland, damit man noch so ein bisschen besseren Eindruck davon bekommt? Genau, wir haben zurzeit in Deutschland 3 Läger. Wir haben so im Schnitt oder das letzte Lager, was wir eröffnet haben, hat jetzt knapp 17.000 Quadratmeter Grundfläche. In so einem Lager sind, je nachdem nach wie alt das Lager ist, so bis zu 500 Mitarbeiter, die dort arbeiten. Arbeiten im Dreischichtsystem, betreiben wir das Ganze. Sind gerade dabei, das nächste Lager aufzumachen. Das haben wir auch schon gefunden und sind jetzt so gerade dabei, den Fit-Out von der neuen Location zu machen. Und also wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja relativ geringe Bestände, damit ihr möglichst wenig wegschmeißen müsst. In welchen, oder es gibt es auch Produktbereiche, wo ihr sagt, da haben wir mehr Bestand, also Nudeln oder sowas in der Art? Genau, also das kommt dann sozusagen auf die Belieferungsstrategie an. Bei frischen Artikeln versuchen wir, die Bestände so gering wie möglich zu halten. Und wenn wir haltbare Artikel haben, dann füllen wir die Shelf-Unit immer wieder komplett auf. Also auch wenn wir dann irgendwie nur 3 verkaufen oder so, Ziel ist es dann von der Produktivität her, den Lagerplatz sozusagen nur einmal anzufahren und einmal wieder aufzufüllen. Mhm.
Bevor wir, also habe ich verstanden, bevor wir jetzt sozusagen nochmal in Richtung Automatisierung gehen, was mir bei euch ja gut gefallen hat, ist tatsächlich, ihr habt euch auf die Seite, also meiner Meinung nach, zuerst auf die Seite in Richtung Kunden konzentriert und die Läger sind zum Teil manuell, aber da war das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht viel automatisiert. Habe ich das richtig gesehen oder habe ich mich da getäuscht? Genau, wir haben mit einer komplett manuellen Lösung angefangen. Und haben jetzt Step-by-Step dann einzelne Zwischenschritte eingefügt, die dann automatisiert sind. Wir haben beispielsweise eine Piloten gemacht und das war zumindest in Europa die erste Bagging-Maschine. Das heißt, wie diese Tüten bei uns in die Kisten kommen, das haben wir komplett automatisiert. Wir haben elektrische Picking-Carts, wie wir sie nennen, also damit der Shopper nicht irgendwie am Ende ein 250 Kilogramm Picking-Cart hinter sich herziehen muss, sondern sind die automatisch und so haben wir Step-by-Step immer wieder kleine Automatisierungen gemacht, physische Automatisierung. Ja, also das fand ich deswegen so interessant, weil wenn ich jetzt Ocado zum Beispiel anschaue, die haben ja in der Verteillogistik eher das Taxisystem, aber die haben halt in der Backend-Logistik fast alles automatisiert. So auch das guckt von außen zumindest so aus. Und da finde ich, sieht man irgendwie schon die Unterschiede ganz gut. Ja, genau, also für das vielleicht so ein bisschen, okay, du hast ein bisschen anders angefangen als wir. Wir wollten den Proof sozusagen zuerst beim Kunden machen, dass der Kunde wirklich auf dieses Konzept im wahrsten Sinne des Wortes abfährt, was wir haben. Und Ocado hat von der technischen Seite hintenrum angefangen und hat gesagt, das sind die Voraussetzungen, damit ich Lebensmittel wirklich dann auch profitabel online vertreiben kann. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt dann in das Thema Automatisierung reingehen, also das Zentrallager, was wir gerade in Utrecht bauen, ist genauso technisiert wie die Läger, die Ocado sozusagen gebaut hat, mit dem Vorteil, dass wir praktisch aus den manuellen Lägern extrem viel lernen konnten, wie eigentlich das funktioniert, wie eine Kundenbestellung aussieht, wie viele Artikel da drin sind und dementsprechend das komplette Lager darauf dann auch auslegen konnten. Okay, und wann soll das live gehen, das neue oder das erste Lager dieser Art? Ja, wir werden nächstes Jahr gehen wir damit live. Okay, kannst du sagen, wie viele, da werden ja wahrscheinlich größere Mengen für 10.000 Artikel liegen oder liegen da 30.000 Artikel mit kleinen Mengen? Kannst du da einen Überblick geben? Ja, liegen deutlich, deutlich. Also Sortimente sind ungefähr bei uns im Moment 10.000 Artikel, aber da ist noch deutlich Luft nach oben in der neuen Location. Thema, also eigentlich würde mich zu dem Thema Logistik noch interessieren, dass sozusagen das eigentliche Picken und dann in die Tüten bei euch legen, ist das auch automatisiert geplant in dem neuen Zentrallager oder noch manuell? Also wir haben eine Goods-to-Person-Picking-Anlage, also es ist noch ein manueller Pickvorgang. Also gerade was Lebensmittel angeht und gerade wenn du im frischen Bereich dann bei Obst-Gemüse unterwegs bist, hast du sagen wir so, die Hand-Auge-Kombination, die der menschliche Körper sozusagen hat, ist extrem, extrem schwer zu replizieren oder zu automatisieren. Und da wir maßgeblich, also wir haben einen unheimlich hohen Frischeanteil, den wir ausliefern, ist der Prozess noch, also wir legen es immer noch physisch selber in die Kiste am Ende. Und eine Frage ist mir noch sozusagen eingefallen oder gekommen, wenn jetzt hat Corona hat euch natürlich da enormen Boost gegeben, jetzt wieder sozusagen der Blick zurück in Deutschland, ist euer Geschäftsmodell oder ist die Kundenerfahrung so sticky, dass die alle bleiben oder rechnet ihr auch mit dem Trend, dass da ein paar wieder gehen, wenn wieder normale Shopping möglich ist? Sehr gute Frage, ich glaube, das wird die Zeit erst danach zeigen, also ich glaube, dass das Habit, ne? Also es dauert ja mal eine gewisse Zeit, bis ein Verhalten geformt wird und ich glaube, dass Corona einen extremen Boost gegeben hat, was das angeht. Und sehr, sehr viele von den Kunden, die jetzt sozusagen dann auf Online-Lebensmittel umgestellt haben, auch dabei bleiben werden. Natürlich wird ein kleiner Teil irgendwie rausfallen, aber die Mehrheit hat sich dem ganzen Thema Online-Lebensmittel sehr, sehr offen gezeigt. Also als wir angefangen haben, gab es in Deutschland irgendwie eine Penetration, eine Marktdurchdringung von 5%, jetzt sind wir irgendwo bei 2-3%, und wenn wir das uns bei uns sozusagen auf die Städte angucken, was wir beispielsweise in Viersen machen, dann reden wir schon locker von 5-10%, die da online über die Theke gehen. Ja, also das freut mich auf der einen Seite für euch, aber das reduziert die Chance, dass ich in München demnächst beliefert werde. Also das ist kann ich schon freut mich für euch, aber vielleicht müsst ihr auch mal in die Region ein bisschen ausweiten.
Na klar, also für uns ist es eine Riesenchance, das Konzept immer weiter auszurollen. Wir wären auch gerne, also wir wären schon physisch gerne über die Grenzen von NRW hinausgegangen. Das wird maßgeblich, wird das im nächsten Jahr kommen, dass wir über die Grenzen hier hinausgehen werden. Aber das ist klar, es ist ein super wachsender Markt, wenn man sich die Wachstumszahlen anguckt. Also da sprechen wir nicht irgendwie von 10-20%, sondern sprechen wir von über 100%, die der Markt gerade wächst. Es sind super viele Chancen. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja auch Edeka gesagt, sie setzen voll auf das Pferdpicknick. Das würden die auch nicht machen, wenn sich das nicht gut entwickelt. Und dementsprechend komme ich eigentlich schon zum Ende und wollte nochmal sagen, ich finde das Geschäftsmodell, das ihr habt, sehr, sehr spannend. Das Thema Supply Chain und wie ihr die Lieferanten einbindet, das würde mich mit Sicherheit auch nochmal im Detail interessieren. Aber auf jeden Fall super Geschäftsmodell. Bin ich ganz happy, dass wir da heute mal einen kleinen Blick unter die Motorhaube werfen konnten. Und vielleicht zum Abschluss, was meinst du sozusagen im Wettbewerb dann in den Großstädten zu so diesen Superschnell-Lieferdiensten? Ist das ein Wettbewerb oder konzentriert ihr euch eigentlich eher auf das Thema, wir wollen einen größeren Anteil beim Kunden gewinnen? Wie seht ihr das? Ich glaube, die Zukunft wird es zeigen. Also im Moment würde ich sagen, wir zielen auf zwei unterschiedliche Einkäufe ab. Also wir sind stärker beim Wocheneinkauf und haben wirklich den One-Stop-Shop praktisch bei uns mit dabei. Das heißt, wir liefern dir alles, was du brauchst. Ne? Also ob das jetzt irgendwie Tiefkühlartikel sind, ob das Gemüse ist, ob das Fleisch ist und so weiter, ob das Brot ist. Wir haben alles mit dabei. Und auch in der großen Vielfalt, dass du sozusagen deine Wünsche alle komplett decken kannst. Gerade die Fast Groceries, die jetzt sozusagen gerade sehr stark in der Expansion sind, ist ein sehr, sehr hoher Convenience-Gedanke. Ne? Also der Moment, hey, ich möchte jetzt in 10 Minuten XY irgendwie haben. Also unsere Warenkörbe unterscheiden sich auch von der Höhe extrem voneinander. Deshalb würde ich sagen, im Moment ergänzen sich die beiden Modelle unheimlich gut. Ja, okay. Also könnte ich mir ähnlich vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie es auf jeden Fall rausgeht. Ich vermute mal, ihr sucht viele Mitarbeiter im Bereich Logistik, Einkauf, Supply Chain. Also da denke ich mal, dürfte mit Sicherheit viel Bedarf da sein. Da, wenn sozusagen einer der Hörer oder Hörerinnen Interesse hat, ich stelle da gerne einen Kontakt her, leite ich auch gerne mal weiter. Und ja, bleibt mir eigentlich nur vielen Dank zu sagen. Super spannend, was ihr macht und ich drücke euch die Daumen. Ja, Max, hat super viel Spaß gemacht und wie du gesagt hast, richtig, wir expandieren ohne Ende. Wir brauchen Leute, um das Ganze irgendwie möglich zu machen. Also kommt gerne auf uns zu. Okay, super. Dank dir, Manuel. Gerne, ciao.